abfangen. Callahan zu Höhne. Und die versenkt ebenfalls wieder den Ball. Sich. Die Wolfenbüttlerin wieder auf der Suche nach der idealen Ausgangsposition. Callahan zu Höhne. Und die macht dann diese zwei Punkte rein. Sie haben zwar im Laufe der Woche das Training noch ein bisschen intensiviert, aber spielende Mannschaft und man muss schauen, dass wir durchkommen. Ja, Höhne wiederum erfolgreich. Gibt raus zu Flatterdoba. Höhne. Und wieder Zeidi mit dem Dreier. Wir sprechen ja auch die gleiche Sprache immerhin, ne? Schön gepasst hier von Juliane Höhne. Davon 3 Punkte. Flatterdoba von draußen. Sekunden gesehen haben. Exakt, ihr vierter 3-Punkte-Wurf. Barty möchte es ihr gleich tun und tut's auch. Ganz deutlich mit und Rigo mit einem Dreierversuch, der nicht reingeht und er hat den Ball. Und die macht das ganz alleine und dann geht der... Ja, jetzt wieder die Helis, Richter versucht.
Klascharova in bestechender Form schon seit einigen Wochen. Führt sie hier das Wolfenbüttler Team an. Wieder kein Büttler haben uns einen riesen Gefallen getan. Ofa, Cholihiki, Haifu ist nicht dabei. Als den Zungenbrecher dürfen wir uns heute ersparen. Ja, das waren die ersten zwei Punkte von Cory Berger. Und jetzt, ich wollte schon 29 zu 24 für Donau-Ries. In diesem, ja, jetzt doch wieder spannenden Spiel der Basketball-Bundesliga. Wieder. Beiden Nationalspielerinnen spielen hier ganz gut zusammen jetzt mal.